Hallo ihr Lieben. Hallo. Heute sind wir auch wieder im Ruhrgebiet unterwegs, im Pott. Und ich sag nur drei Dreiecke. Und wer in der Mathematik aufgepasst hat, nee, Geometrie aufgepasst hat, weiß, was ich meine. Ja. Ja, du weißt, was ich meine. Tetraeder. Ah, die alte Petzer. Okay, Tetraeder. Wir zeigen euch mehr. Bis gleich. So, und jetzt eine kleine Anekdote von der Zeche oder vom Nordsternpark. Da ist auf einem Gebäude eine Statufigur, wie man das auch immer schimpft, heißt Herkules. Genau. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Und der Herkules, Nordsternpark ist in Gelsenkirchen, grenzt an der Stadt Essen. Und man munkelt, dass dieser Herkules mit dem Hintern nach Essen aufgestellt wurde, um da irgendwie anzudeuten, ich mag euch Essener nicht. Aber der eigentliche Sinn dahinter war, dass dieser Herkules auf die Schalke Arena guckt. Gut, auf der anderen Seite, wo der Hintern ist, war nun mal halt Essen, ne? Pech gehabt. Oh, besser als Dortmund. Ja. Die üblichen Rivalen. Ne? Kennt man ja, gut. Schwarz-Gelb. Ich sag mal, die gelben Säcke gegen die... Ja, nochmal die blauen Säcke gegen die Zecken, genau. Nur mal so ein kleiner Schwank aus. Ja, man muss dann sagen, ich komme aus Schalke, Freddy kommt aus Dortmund und deswegen. Ich habe in der Nähe vom Westfalenstadion, heute Signal Iduna Arena, gewohnt. Ja, ich in der Nähe bin so 3 Jahre aufgewachsen, fast neben der Glückaufkampfbahn in Gelsenkirchen. Das ist quasi Schalke. Ja, das ist Schalke mittig, also voll Schalke. Ja. Und ja, Parkstadion habe ich auch mitbekommen, jetzt die Schalke Arena, also 3 Generationen Stadien in Schalke. Ja. Und uns zuckt es beide nicht. Eben. Gibt es andere Sportarten. Genau. Okay, weiter geht's. Jo. So, nach einem heftigen Aufstieg sind wir jetzt oben. Ihr seht schon im Hintergrund das stolze Gebilde hier, heißt Tetraeder. Ich werde natürlich da noch ein paar Bilder einblenden. Ja. Was siehst du dazu? Ja, ich kriege jetzt auch wieder Luft. Wie ihr ja wisst, bin ich so mit Treppenlaufen, ist nicht mein Ding. Hier waren jetzt Gott sei Dank die Treppen an der anderen Stelle, wo wir nicht waren. Aber ganz ehrlich, die Serpentinen sind auch nicht besser. Also ich werde über die Treppen gelaufen als, gefühlt kilometerweit hier hoch. Aber der Aufstieg lohnt sich, weil dieses Teil hinter uns, das kann man auch begehen. Und das werden wir dann gleich mal machen. Und die Aussicht hier ist phänomenal. Also ich sehe zum Beispiel auf der rechten Seite eine Skihalle. Ja, was ist das denn? Ja, die Leute aus dem Pott kennen das. Das ist nämlich die Skihalle von Bottrop, oder? Genau. Und wenn man dann noch ein Stück nach da guckt, aber heute... Ja, ich blende das ein. Genau, da ist dann die Zeche Nordsternpark, kann man sehen. Ja. Man kann die Schalke Arena sehen, mal wieder von der anderen Seite als von der Halde Hohewart. Und man kann, wenn man weiß, wo die Halde Hohewart ist, kann man sie auch sehen. Ich meine, ich weiß jetzt, wo es ist. Ich sehe sie. Und sogar die Halde ist das, glaube ich, in Rotthausen, die mit so 2 Leuchten. Ja. Und in die andere Richtung guckt man in die wunderschöne Hart. Das ist ein riesen Waldgebiet. Also alles in allem eine tolle Ecke hier. Und das ist auch schon still hier, ne? Ja. Richtig toll. Hier ist echt schön. Die Sonne scheint. Wir zeigen mal noch ein paar Bilder, bevor wir hochgehen. Ja, das ist auch noch so ein Ding. Gehen wir hin. Ich bin nicht so ganz höhlenkompatibel. Sind nur 60 Meter. Also ich sag mal so, die Halde selber, ist ja wieder eine Abraumhalde von Prosper Haniel, ist 90 Meter hoch und darauf aufgebaut sind nochmal 60 Meter Tetraeder.
Und damit das Ganze auch noch richtig Spaß macht, ist da oben noch ein kleiner Gag, weil die Oberplattform ist nämlich schief. Ja, aber, und bewegt sich noch, wenn man daher läuft. Die ist ja wackelt so ein bisschen. Noch. Also lasst euch überraschen. Wir zeigen euch gleich. Ganz tolle Idee. Auf der letzten Stufe, also oben vom Tetraeder. Das ist ja eigentlich nicht so mein Ding, die Höhe. Wenn man jetzt so ein bisschen wackelt, da wackelt das ganze Ding hier. Ja. Das kann ich nicht sehen. Ich sag mal, das Schlimme ist, dass man da ja von oben nach unten im Prinzip durchgucken kann, weil alles aus Metall ist und ich weiß nicht, ob ihr dann diese Gitter kennt, wo man durchgucken kann. Jo. Das ist nicht so toll. Ich bin auch gleich froh, wenn ich wieder unten bin. Aber ich habe es auf jeden Fall geschafft und gut geschafft. Aber für die Aussicht ist doch wohl... Fantastisch. Ja, ja. Nur leider ist es gerade die fette Wolke vor der Sonne. Wieder mal. Ja, aber das heißt jetzt Abstieg und dann... Genau. Wir gehen jetzt wieder zum Wagen zurück. Und dann kommen wir... Ja, nee, eigentlich können wir eh schon Tschüss sagen, ne? Ja, eigentlich schon. Ja, dann sind wir fertig. Wir haben unser Ziel erreicht. Und ansonsten geht es dann demnächst weiter mit einer ganz tollen... Wenn das klappt, Industriefläche, toll beleuchtet. Mal gucken. Schauen wir mal. Also, ich sag mal, tschüss in die Ferne. Tschüss in die Ferne.